Sie haben jetzt ja gerade gesagt, zu Anfang erschien es Ihnen wie Pilcher mit Stasi. Sie haben in Interviews hinterher aber auch gesagt, das war eine Arbeit, die mir sehr gefallen hat, weil beispielsweise, da Sie an Originalschauplätzen ja teilweise gedreht haben, weil Gerüche wieder da waren, die Sie schon beinahe vergessen oder auf die Seite gelegt hatten, Gerüche aus der DDR. Können Sie sagen, was das für Gerüche sind, die Sie mit der DDR verbinden? Also es gab so, das ist so absurd, wenn ich das jetzt sage, aber es gibt so einen Geruch zwischen, also von Linoleum und Schulessen. Mhm. Also diesen Geruch gab es auch in Hochhäusern. Also es gab so ein, ich weiß es so schwer zu beschreiben. Verbinden Sie einen besonders angenehmen Geruch mit der DDR, wo Sie sagen, das ist, gibt es einen Geruch vom Ferienlager oder einen Geruch vom Sommer in Dresden oder Sommer an der Elbe? Oder die Elbe riecht, ja, die Elbe hat einen bestimmten Geruch. Und was auch eine ganz alte Erinnerung ist, so sinnlich ist, wenn im Theater nach dem Sommer das erste Mal der Vorhang aufgeht. Warum, was passiert dann Besonderes? Da gibt es ein, also das müssten Sie eigentlich reinsetzen. Ich kann das riecht einfach. Kommt eine unfassbare Menge Staub raus dann. Alle sitzen hustend unten. Nein, das ist so ein, es riecht einfach. Ich rede natürlich jetzt nicht von modernen, neu gebauten Theatern, das geht nicht. Aber dieser Vorhang und dieses Still, einfach das ruht einfach so ein, zwei Monate und auf einmal danach geht der wieder auf. Und es halt gibt so einen ganz nostalgischen, wahrscheinlich bin ich jetzt auch völlig kitsch jetzt gerade weg, macht aber nichts. Das ist eine alte Erinnerung.